Einen wunderschönen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Fallout 4. Wir wollen noch looten. Loot, loot. Loot, 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 loot. Ha, guck mal hier. Terpentin. Ja. Kann man mal machen, ne? Wie sehen die Verteidigungsanlagen aus? Können wir uns hier verschanzen? Das Gebäude ist recht stabil. Wir sollten hier in Sicherheit sein. Ja, falls uns nicht gerade ein Behemoth einen Besuch abstattet. Ein was? Hey, wenn das passiert, halten wir gar nicht lange genug durch, um uns noch Sorgen darüber zu machen. Ein was? Würdet ihr mich bitte vielleicht mal aufklären? Danke. Ein Bügeleisen. Mensch. Dogmeat, ich mag dich ja wirklich, ne? Aber hier drin bist du gerade echt ein bisschen hinderlich. Ein Sturmfeuerzeug, das nehme ich mit. Okay, im Großen und Ganzen ist die Ausbeute für eine Polizeistation mangelhaft. Eine Werkstatt, eine Werkstatt. Das gefällt mir doch schon wesentlich besser. Die Handschellen nehme ich mit, das Stimpack nehme ich mit. Bingo! Wodka. Wodka ist immer gut. Habe ich da nicht da? Kronkorken. Ich müsste auch bei Zeiten mal nachgucken, wie viel Kronkorken. Operation Winter's Ende. Nehme ich mal mit. Kann ich mir alle später anhören. 5 mm Rattengift. Dogmeat solidarisiert sich gerade mit meinem Hund, weil die Geräuschkulisse ist fast identisch. Der eine hier bei mir unterm Tisch und der eine in-game. Das ist toll, klasse. Verbunden im Geiste und so. Wo geht's hier langs? Ei. Superkleber. Günstiger Wunderkleber. Kaliber 50. Klebeband, Terpentin. Eine Lötlampe. Ob die jetzt so notwendig ist, gut, sei mal dahingestellt. Was haben wir hier? Oh. Ja, hätte ich meine Powerrüstung dabei, hätte ich jetzt wahrscheinlich Spaß hier. 10 mm. 308, 5 mm Gamma-Patron. Was ist denn ein Gamma-Patron? Wie ich hier noch viel lernen muss. Haarklammern, Klebeband, Schraubenzieher. Schlosserhammer. Kronkorkenfahrrad und der Wunderkleber. Mann, ich fühle mich hier echt gerade sauwohl. Will ich auf den Knopf drücken? Ja. Okay, Dogmeat lernt fliegen. Schön. Den Löscher will ich nicht. Metalleimer will ich auch nicht. Ich dachte eigentlich, ich habe hier beim letzten Mal jeden gelootet. Das war wohl nicht der Fall. Okay. Warte mal. Ah, das sind nur Steine. Alles klar. So, wir gehen rein. Wir reden mal mit Dance. You can dance. You can dance. Oh. Ich wollte es mir abgewöhnen. Wirklich. Ich habe es mir selber geschworen. Aber ihr seht meine Erfolgsaussichten. Paladin Dance? Bist du bereit? Jojo, wir können. Bereit. Wunderbar. Folge mir und versuche nicht zurückzufallen. Sprach das Rindvieh in der tonnenschweren Rüstung. Schieb dich. Nee. Ich brauche immer noch eine schöne Waffe. Eine richtig, richtig schöne Waffe. Oh. Wir nehmen diese Gasse. Mir nach. Ja, ich komm schon.
Hätte ich doch beinahe. Lass dich von dem Hund nicht stören. Einfach drauf treten, der geht beiseite. Oh, das klang jetzt herzlos. Selbst für meine Verhältnisse. ArcJet liegt im Westen, nicht weit von hier. Wenn wir dieser Straße folgen, können wir den größeren Ghoul-Gruppen aus dem Weg gehen, die sich in Cambridge rumtreiben. Sich so weit vom Polizeirevier zu entfernen, ist riskant. Aber den Sender funktionstüchtig zu bekommen, hat oberste Priorität. Wenn es nach mir ginge, hätte ich mein Team schon längst verlegt. Aber Gelehrte Halen hat beunruhigende Energiewerte in der Gegend gemessen, denen wir nachgehen müssen. Wir wissen nicht viel darüber, nur dass sie lediglich für kurze Zeit auftreten und eine Frequenz verwenden, für die fortschrittliche Technologie erforderlich ist. Wir befürchten, dass derjenige, der für diese Energiewerte verantwortlich ist... Die Melone sah jetzt gerade eigentlich eher aus wie ein Helm, aber okay. Eine Bedrohung sein könnte. Also müssen wir der Sache nachgehen. 10 mm, die nehme ich doch gerne mit. Ja, willst du da Wurzeln schlagen? Oder hältst du beim Reden immer an? So komplett anti-Multitasking-fähig. Eine Brauerei. Nett. Können wir nicht nochmal so... Dance. Hast recht. Erst die Mission, dann ein Bierchen. Klingt gut. Oh shit. Bisschen Ramazamba, Party und so. Okay, warum habe ich jetzt gerade eben nochmal meine Granate verschwendet? Ja, man kann den Raidern ja alles vorwerfen, aber nicht, dass sie nicht kreativ wären. 50, 38er. Es überrascht dich vielleicht, aber mein Erkundungsteam ist nicht das erste, das ins Commonwealth vorgedrungen ist. Über die letzten 7 Jahre hat die Bruderschaft 2 weitere Teams hierher geschickt. Zusammen. Die Mission des ersten Teams war ein großer Erfolg. Sie haben kistenweise Vorkriegsartefakte und historische Dokumente mitgebracht. Die zweite Mission verlief nicht ganz so gut. Kurz nachdem das Team angekommen war, ist der Kontakt ab und wir haben nie wieder etwas von ihnen gehört. Was mein Team angeht, wir haben schon 4 Männer an dieses verfluchte Ödland verloren. Seit unserer Ankunft werden wir laufend attackiert. Ja, was machst du sowas auch? Aber trotz dieser Rückschläge denke ich nicht daran aufzugeben oder als verschollen gemeldet zu werden. In Ausübung seiner Pflicht marodiert. Das ist doch eine des Paladins würdige Abgangsszene. Kriegen wir jetzt hier eigentlich noch mehr Überraschung? Ich traue dem Ödland ja immer nicht so. Wo müssen wir denn längs? Wenn die da bleibt, lasse ich die jetzt erstmal in Ruhe. Hörst du das? Lang lebe die Bruderschaft. Ja. Solange ich Munition sparen kann, kann die Bruderschaft leben, solange sie will. Finde ich einen netten Slogan. Also wie das mit den Schießen funktioniert, lieber Dance, das müssen wir dir auch nochmal zeigen, ne? Okay, ich suche gar nicht weiter. Ich glaube, das ist wieder so ein Hund gewesen, den er vaporisiert hat. Da finden wir sowieso keine Reste. Spannende Angelegenheit hier. Du siehst... Da wären wir. ArcJet Systems. Draußen sollten keine Sicherheitssysteme sein. Wir können also durch den Haupteingang... Sehr beruhigend.
Nuka Cherry. Ah, jetzt habe ich wieder Bock auf eine Cherry Coke. Toll. Einmal kurz einen Blick. 232, das ist schon... Ach, die Melone war wirklich ein Hut. Alles klar, weg damit. Pastorengewand brauche ich auch nicht. Raiderrüstung auch nicht. Zeitungsverkäuferkappe kann auch weg, aber den Ehering möchte ich tragen. Das ist mir wichtig. 10mm Automatik, weg. Automatik, weg. Weg. Die würde ich gerne nochmal behalten. Zu schwach, weg. Weg. Okay, das ist so wie... Ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt hier alles weggeschmissen? Paladin. Pass auf, wir ziehen das sauber und leise durch. Keine Heldentaten, alles schön auf Vorschrift. Verstanden? Wenn du das sagst. Verstanden. Wunderbar. Denk dran, unser Hauptziel ist der Hochleistungssender. Konzentriere dich und pass auf, wo du hinschießt. Ich will nicht von einem Querschläger getroffen werden. Das gebe ich ganz gerne zurück. Auch wenn mir bewusst ist, dass du keinen Querschläger verursachst, aber... Ne? My friend? Es waren Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Klingt mir nach einer normalen Wirtschaft. Jetzt war so frei überflogen. Oh, 10 mm. Sprich mit Dance schon wieder. Dogmeat, ich muss reden. Tut mir leid, ich habe keine Zeit jetzt mit dir zu spielen. Was ist er denn? Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Und alle nicht lootbar. Das ist, doch hier. 45er, biometrischer Scanner. Paladin Dance. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Sagtest du bereits. Gut, dann brauchen wir uns weniger Gedanken, um die Sicherheitssysteme zu machen. Negativ. Das ist alles andere als gut. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Synths des Instituts angegriffen. Was sind denn Synths? Ich meine, Synth? Bedeutet das nicht so viel wie Roboter? Sie sind ein Missbrauch von Technologie, erschaffen vom Institut. Ausgeburten, die die Menschheit verbessern sollen. Das ist nicht hinnehmbar. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas existiert. Dornen. Ich werde die Augen offen halten. Alles klar, gehen wir weiter. Wie süß ich immer sage, ich werde die Augen offen halten und ihn vorlaufen lasse, damit er die Rexarbeit machen kann. Der Laden hier ist ziemlich ruiniert, aber ich sehe noch ein paar Schrottteile, die die Bruderschaft interessieren. Ja. Wenn wir hier fertig sind, muss ich den Ort für eine Bergungsmission freigeben. Ich finde die Munition, die man hier teilweise auflesen kann, auch recht interessant. Scheint eine Sackgasse zu sein. Such nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Ich schaue mich in der Zwischenzeit hier ein wenig um. Das wird wohl wahrscheinlich wieder... Naja. Über... Zu gut geschützt. Okay, und cool. Was haben wir denn hier? Lassen wir mal das Passwort ändern. Laut Protokoll ist Ihr Terminal Passwort 3 Monate lang nicht geändert worden. Aus Sicherheitsgründen wird Ihr Passwort jetzt zurückgesetzt. Muss ich mir das aufschreiben? 9YB3N 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 9YB3N. Kann ich jetzt hier ran? Gut, er trägt es automatisch ein. Das macht es einfacher. Das ist schön. Tür öffnen.
Oh, Scheiße! Ja, los. Was sind das denn für Kackteile? Ich weiß nicht, ob... Ah, scheiße. Aha. Bedrohung ausgeschaltet. Schlagstock. Okay, fünf... Ja, jetzt ich... Institutpistole. Sieht interessant aus. Nehmen wir mal mit. Und jede Menge Fusionszellen. So, die will ich mir mal eben angucken. Ach, Quatsch. Inventar. Brauche ich nur eine von. Ja, mit 18. Hallo. Wer hat hier jetzt gerade Hallo gesagt? Scheint nichts zu sein. Vielleicht müssen meine Sensoren kalibriert werden. Bewegung entdeckt? Eindringlinge. Seltsam. Wo bist du denn? Die sind ja schon ein bisschen niedlich, ne? Und davon laufen hier noch mehr rum, oder wie darf ich das jetzt verstehen? Ich will immer noch mal nachgucken, ob die hier vielleicht noch eine Waffe fallen lassen, die vielleicht schon ein bisschen aufgewertet wurde. Schreibmaschine nehme ich mit. Ich glaube, ich sehe es schon kommen, dass ich Dogmeat gleich hier noch ein paar Sachen geben muss, weil ich wieder gänzlich überladen bin. Ja, und so wie am Fiebmiss hat er es jetzt auch verdient. Los, komm, verschwinde. Aber ich glaube, die Waffen, die sie dabei haben, gefallen mir. Institutgewehr. Pistole. Guck mal, wir brauchen keine drei Schlagstöcke. Das Ding finde ich irgendwie geil. Ein bisschen schwächer, aber eine höhere Reichweite. Für jetzt uninteressant, aber ich glaube, das ist für den Bereich, wenn wir dann zu Corvega gehen, gar nicht so uninteressant mehr. Hier liegt noch einer rum. Kaliber 50, Fusionszellen. Puh. Na gut, nächste Folge geht's dann weiter. Hoffentlich. Also loot-technisch sieht's gut aus. Mal gucken, wie wir das Ganze hier anstellen. Die scheiß sind. Ich glaube, ich mag die irgendwie. Alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Und auf Wiedersehen.